Unglaublich. Die Darknet Hunger Games sollen wieder stattfinden. Die echten Real-Life Hunger Games. Ich bin schockiert. Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Wir gehen gemeinsam ins Darknet. Schön, dass ihr wieder alle am Start seid und Bock habt, gemeinsam mit mir ins Darknet zu gehen, den versteckten und dunklen Teil des Internets, welcher tatsächlich nur mit einem bestimmten Browser zugänglich ist. Für die Leute, die es nicht wissen, du kommst mit Google oder Firefox, was auch immer, nicht ins Darknet. Wir haben ein ganz bestimmtes Programm dafür, das nennt sich Tor, und damit werden wir heute ins Darknet gehen und einfach mal schauen und versuchen rauszufinden, was verbirgt sich dahinter, was werden wir heute so finden, was gibt es für Webseiten, all das werden wir heute in diesem Video tun. Bevor wir mit dem Video loslegen, würde ich sagen, geht mal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Ich habe mir heute auch den ein oder anderen Snack geholt, ich habe noch Lebkuchen hier und den neuen Hydration Drink von Holy Energy. Denn ich meine, was gibt es Besseres, wenn man noch am späten Abend eine Episode von Wir gehen gemeinsam ins Darknet dreht und dabei ein schönes isotonisches Getränk mit Elektrolyten zu sich nimmt. Warum ich Holy Hydration so geil finde und jetzt am späten Abend noch trinke, ist einfach, weil es keinen Zucker hat. Es beinhaltet Kalium, Magnesium und Zink, was halt eben auch super für deinen Körper ist. Und ganz wichtig, ohne zugesetztes Koffein. Ich habe mir aber für den heutigen Abend eine ganz wilde Mischung gemacht mit dem neuesten Flavor von Holy Energy. Der ist heute rausgekommen, ganz exklusiv für Halloween, Cherry Cheetah. Neben Holy Hydration und Energy gibt es auch die zuckerfreien Eistees für die Leute, die es nicht wissen. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr mit dem Code KÖNIG5 5 Euro auf das Probierpaket sparen. Da könnt ihr euch einfach mal komplett durchtesten. Und wie gesagt, denkt an den neuen Flavor. Den wird es nicht lange geben. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der sehr schnell wieder ausverkauft wird. Heute ist er rausgekommen, also gönnt ihn euch, bevor er weg ist. Ich will es nur sagen, bevor ich wieder die Nachrichten bekomme, wo es heißt, hey Dennis, es gab den und den Flavor nicht mehr. Also, ich hab's euch gesagt. Mit dem Code KÖNIG spart ihr 10% auf euren ganzen Einkaufswagen. Das wisst ihr ja, wenn ihr schon Bestandskunde seid. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Holy, dass ihr dieses Video gesponsert habt. Und wir legen jetzt los, gehen jetzt ins Darknet und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Alright, meine Freunde, wir befinden uns nun im Darknet. Und ich habe hier auch direkt eine Linkliste offen. Die benutzen wir sehr oft. Für die Leute, die es nicht wissen, es gibt im Darknet sogenannte Linklisten, wie diese hier jetzt zum Beispiel. Und dort werden ganz, ganz viele Darknet-Links aufgelistet. Ja? Es gibt rote Links und grüne Links. Rote Links sind nicht gut und da solltest du in der Regel nicht draufklicken, weil das heißt meistens, dass es Scam ist, dass die gefährlich sind, Betrug, was auch immer. Und die grünen sind halt eben geprüfte Links. Heißt aber nicht, dass ich dahinter keinen Quatsch verbergen kann oder gefährliche Sachen. Das heißt einfach nur, dass die halt eben ja, verifiziert wurden. Heißt aber im Endeffekt gar nichts. Ja, und wir werden heute mit dieser Linkliste arbeiten. Das heißt, ich werde mir hier immer mal wieder ein paar Links raussuchen, die beziehungsweise Webseiten raussuchen über die Links, die aufmachen und gemeinsam mit euch anschauen. Okay, ich bin direkt auf eine Seite geleitet worden, die auf den ersten Blick sehr mystisch wirkt. Keine Ahnung, was mir dieses Bild sagen soll. Okay, animierter Text. Klasse. Da hat man sich richtig Mühe gegeben. Was haben wir denn hier? Irgendein Bild der Evolution, ja, alles führt zum Tod, geboren und dann sterben, keine Ahnung. Was steht hier denn? We believe that it is possible. Wir glauben, dass es möglich ist. Welcome to the Reincarnation Project. Also willkommen zum Reinkarnationsprojekt. Okay, it will take a lot of time, but we think we got the perfect formula. Es wird eine Weile dauern, aber wir glauben, dass wir die perfekte Formel haben. Bitte glaub einfach an uns, wie du es schon in den letzten Jahr getan hast. Oder glaubt einfach an uns, wie ihr es schon letztes Jahr getan habt. Keine Ahnung, ich habe von euch noch nie was gehört gehabt, aber gut zu wissen, dass es euch schon etwas länger gibt. This is the Reincarnation Experiment. Also das ist das Reinkarnationsexperiment. Wir sind so nah... Was? Okay, wir sind so nah daran, Menschen mit simplen Körpern bzw. Leichen wiederherzustellen. Was? Frag nicht, wo wir die Leichen herbekommen, die Körper herbekommen. Unsere Langzeit-Follower haben uns schon eine Menge geholfen. Helped us to achieve this kind of status, okay? Also die Follower, die uns schon lange folgen, die haben uns geholfen, diesen Status aufzubauen. Okay? Es wird großartig. Jeffrey Dahmer...
Ich habe richtig gelesen. Jeffrey Dahmer tried it once before to create a long time living human being. Oh Gott. Okay, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich gecheckt habe, in welche Richtung diese Seite gehen soll. Also wir kennen alle Jeffrey Dahmer, den Serienkiller. Und hier steht, dass er es halt schon probiert hat, einen Menschen, welcher eben ewig leben kann, zu kreieren. Das ist nicht ganz richtig. Er hat halt versucht, einen Zombie zu kreieren, indem er einem seiner Opfer ein Loch in den Kopf gebohrt hat und dann, ich glaube, eine bestimmte Flüssigkeit in den Kopf gekippt hat, um quasi so einen lebendigen Zombie herzustellen, der dann alles macht, was du möchtest. Unsere Methode ist aber größer. This is going to change the world. Also das wird die Welt verändern. Oh Gott, was ist das schon wieder für eine Webseite? Das ist schon wieder so eine ganz, ganz kranke Sache. Manche denken, wir wollen Zombies kreieren und ihnen dabei halt das und somit die Gehirnzellen zerstören. Okay. Und das ist der beste Weg, um die Reinkarnation zu starten. Bitte glaubt weiterhin an uns. Wir werden diese Webseite löschen, wie jeden Monat. Wir sehen uns bald mit neuen Updates. Okay, das muss man erstmal sacken lassen. Lass uns das ganz kurz auf den Punkt bringen. Es ist eine Webseite, welche anscheinend irgendein Projekt am Laufen hat. Die versuchen quasi Menschen, also hier steht ja, dass sie aus Körpern wieder lebende Menschen herstellen wollen. Und dann steht da noch, dass die irgendwie versuchen, eine Art lebende Zombies zu machen, in die Richtung, wie es Jeffrey Dahmer versucht hat. Was ist das für eine geisteskranke Seite? Zudem steht halt, dass die ihre Website anscheinend immer wieder löschen, wie jeden Monat, und dann gibt es nächsten Monat anscheinend neue Updates oder was? Okay, da steht ja noch was, das habe ich jetzt gerade überlesen. Update Oktober 21. Oh, das ist ganz frisch. Wie viel ist heute? Heute ist der 25. Okay, vor 4 Tagen. Patient 17 ist immer noch am Leben nach der OP. Okay, was haben wir da schon wieder gefunden? Was haben wir da schon wieder Merkwürdiges, Mystisches gefunden? Ist das alles ein Hoax? Geht es hier weiter? Nee. Okay, da kommt einfach gar nichts mehr. Ist das einfach nur so ein Hoax? Oder ist das jetzt vollkommen ernst gemeint? Ich bin ein bisschen überfordert. Wenn das wirklich wie ein Forschungsinstitut, Underground-Forschungsinstitut ist, was tatsächlich versucht, sowas zu machen, dann ist das absolut geisteskrank und ich will nicht wissen, wie sie diese Patienten bekommen haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man das freiwillig mit sich machen lässt. Okay, kein Plan, was es ist. Es gibt auf jeden Fall einen Patienten, Patient 17, und er ist anscheinend immer noch am Leben nach der OP. Was für eine OP, wissen wir nicht. Wo es ist, wissen wir nicht. Was die genau machen, wissen wir auch nicht so richtig. Wir wissen es nur grob. Ist das jetzt so ein Jeffrey Dahmer Fanclub oder was? Okay, ganz wild. Ja, keine Ahnung. Wir können da gerne mal nochmal drauf zurückgreifen, auf die Seite in ein paar Wochen oder so. Könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das möchtet. Ich kann mir die Seite mal abspeichern, aber würde sagen, wir machen jetzt weiter. In dem Sinne, ganz merkwürdig. The Intercept. Okay, das sieht ein bisschen aus wie eine Newsseite. About, wir können mal ganz kurz gucken. About The Intercept. The Intercept is an award-winning news organization dedicated to holding the powerful. Aha, okay. Also es ist anscheinend eine, die hat anscheinend Awards gewonnen, diese Webseite. Ja, geht anscheinend auch im Darknet. Und die richtet sich an Journalisten. Ja. Und was das steht hier noch so? Aha. Okay, also, es geht halt um Journalisten, auch um Journalisten, die halt eben bestimmte Sachen exposen wollen, ja, leaken möchten. So ein bisschen wie so eine Whistleblower-Seite wirkt es auf mich. Keine Ahnung. Become a member. Okay. Ja, das sieht interessant aus. Also du kannst dich hier anscheinend auch irgendwie registrieren und deine Sachen hinzufügen. Ja, wenn du jetzt irgendwie ein Journalist bist, kannst du dich hier become a member, steht es ja auch. Gucken, was da kommt. Ja, das Darknet lädt immer sehr lange. Also für die Leute, die es nicht wissen, das ist nicht wie das ursprüngliche Internet, was wir alle kennen. Also außer du hast die absolute Bambusleitung und du brauchst so lange, bis du eine Webseite laden kannst. Dann tut es mir übel leid. Aha, schau mal hier.
I would like to contribute. One time, monthly, yearly. Ja, also man kann hier irgendwie beitreten und so wie es aussieht, kannst du dann schlussendlich auch Artikel selber hier veröffentlichen, beziehungsweise kannst du die wahrscheinlich dann denen geben und die geben die dann frei. Und ihr seht ja, auf was es sich hauptsächlich, hier steht auch zum Beispiel Instagram, censored image of Gaza hospital bombing, claims it, it's too sensible. Also das ist ja abartig. Es gab anscheinend ein Post auf Instagram, ein Foto zum Thema, zu dem Krankenhaus, wo gesprengt wurde. Und laut Instagram war das Bild zu sexuell, zu sexy. Und deswegen wurde es anscheinend zensiert. Absolut albern. Aber ihr seht schon, hier geht es um solche Sachen. Hier geht es um Politik, um Gerechtigkeit, nationale Sicherheit, Welt, Technologie und Umwelt. Wir können mal auf Justice gehen. Ja, das wirkt auf mich wie auch teilweise so ein bisschen wie eine Whistleblower-Seite. Und es sieht halt aus, als könntest du als Journalist hier wirklich alles veröffentlichen, ohne dass es zensiert wird, ohne dass du Probleme bekommst. Wir sehen es ja auch hier. Bestimmte Artikel, was Polizei angeht. Dann, es ist sehr interessant. Und wisst ihr was, oh, es gibt sehr viele Seiten. Wisst ihr, was ich an diesen Pages so gut finde? Hier wird dir nicht der Mund verboten. Das heißt, Journalisten können hier wirklich alles raushauen, wie sie Bock haben. Plus, es ist halt im Darknet zugänglich. Das heißt, es gibt viele Länder oder es gibt Länder, die ja zum Beispiel keine Pressefreiheit oder Meinungsfreiheit und so weiter haben. Und die können dann halt auf so eine Webseite wie die hier gehen und ganz easy peasy sich alles durchlesen, unzensiert, ohne dass hier irgendjemand ein Blatt vorm Mund genommen hat oder dich irgendwie zum Schweigen zwingt. Hier kann alles gepostet werden. Finde ich eine sehr gute Seite. Ich mag sowas. Ich finde das immer sehr gut, wenn es diese Medienseiten gibt, beziehungsweise Nachrichtenseiten aus dem Darknet sind oft sehr, sehr gut. Ich würde teilweise sogar behaupten, besser als die, die wir aus dem Clearweb kennen, weil hier wird nichts rausgefiltert. Hier ist alles drin, wie es sein soll. Ja, interessant, finde ich sehr cool, aber ich würde sagen, wir machen weiter. Trust Recovery. If you ever lost your cryptocurrency assets for... Ah, okay, ich verstehe schon. Es geht grundsätzlich darum, dass wenn du anscheinend, ja, mal Kryptowährung hattest und die irgendwie verloren hast oder was auch immer, irgendwas Blödes passiert ist, können die, diese Seite kann anscheinend deine ganze Kryptowährung wiederherstellen. Ob das stimmt, schwierig zu sagen. Alles, was mit Kryptowährung und so weiter im Darknet abgeht, ist immer ein bisschen sketchy. Ich würde da immer aufpassen. Hier steht auch, die haben eine, also die Chance, dass es klappt, sind 87%. Wusste ich jetzt auch nicht, dass es so eine Webseite gibt. Aber hier steht auch zum Beispiel, wenn jetzt dein Passwort verloren ist, hast du eine 20%ige Chance, dass du dein Passwort zurückbekommst und wenn du gescampt wurdest, 30%ige Chance. Immerhin sind sie ehrlich, vielleicht ist es wirklich eine legitime Seite und die sagen dir halt ehrlich, okay, hey, wenn du möchtest, du hast dein Passwort verloren, wir können dir helfen, versuchen dein Passwort zurückzubekommen, aber behalte im Hinterkopf, du hast nur eine 20%ige Chance, dass es klappt. Hey, vielleicht ist es wirklich eine echte Seite. Ja. So, jetzt wird es wieder spannend, denn ich bin auf ein Video gestoßen. Und Videos aus dem Darknet sind ja meistens immer sehr mystisch, sehr interessant, aber auch teilweise sehr ekelhaft. Wir haben schon sehr schreckliche Dinge gesehen, wo ich mir gewünscht hätte, sie vielleicht nicht gesehen zu haben. Ihr wisst Bescheid, was wir da teilweise schon alles für verrückte Sachen gesehen haben. Auf dem Titelbild sehen wir einen Gang mit einer Tür. Also keine Ahnung. Kann nicht so schlimm sein. Wir schauen es einfach mal an. Ich bin gespannt. In dem Sinne, let's go. Okay. Auch immer die Soundeffekte und so, gell? Beziehungsweise die Musik. Das ist doch einfach nur ein Foto. Nee, da bewegt sich. Das wird rausgezoomt. Oder? Ja, das zoomt so raus. Ich glaube, ihr seid gerade genauso sprachlos wie ich. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Das ist eine weirde Page. Okay, die Musik hat aufgehört.
Ui, was war das denn? Ich spule mal ganz kurz zurück. Das schauen wir uns nochmal kurz an. Was war da am Ende? I can hear them. They're crawling under the panels. I cannot feel safe here anymore. I've tried. I thought it was a hideout. We found the place, but I was left alone. They didn't survive. They disappeared in the glow of the lamps. Help me, I wanted to be free. I wanted to. Oh, das kann man so schlecht lesen. Escape from this world. I was deceived. I missed death. Okay. Also, auf Deutsch übersetzt, ich kann sie hören. Sie krabbeln unter den Paneelen. Also ich kann mich nicht mehr sicher fühlen. Ich habe es versucht. Ich dachte, das wäre ein Versteck. Wir haben diesen Ort gefunden, aber ich wurde allein gelassen. Sie haben nicht überlebt. Sie sind verschwunden im Leuchten der Lampen. Hilft mir. Ich wollte frei sein. Ich wollte von dieser Welt entkommen. Und ich vermisse den Tod. Junge, Junge. Heavy, heavy Wörter oder heavy Sätze beziehungsweise heavy Text. Weiß nicht. Finde ich, klingt nicht gut. Also muss ich euch ehrlich sagen, gut klingt das auf gar keinen Fall. Es geht hier, es wirkt so, als wäre das eine Person, die eventuell vielleicht wirklich, ja, psychische Probleme hat oder so. Ich weiß es nicht. Aber sie vermisst den Tod und möchte dieser Welt entkommen. Das hört sich für mich gar nicht gut an. Aber gut, was soll ich dazu sagen? Nicht schön, sowas zu lesen, aber es kann halt natürlich auch einfach nur was Poetisches, was weiß ich, was Mäßiges sein. I don't know. Naja, mystisch. Machen wir weiter. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe es gerade selber nicht geglaubt, als ich draufgegangen bin. Ich bin einfach mal aus Spaß gerade mal so ein paar alte Links durchgegangen, weil ich habe so ein Textdokument, da speichere ich eigentlich immer interessante Links rein, ja, aus gefühlt allen Episoden, die wir bis jetzt hier auf YouTube veröffentlicht haben. Da gibt es von allem Möglichen irgendwelche Links, von allen Episoden irgendwas. Und bin gerade einfach so ein bisschen durchgegangen, weil ich nur Quatsch gefunden habe gerade auf der Linkliste. Also habe ich meine eigene mal ein bisschen durchgeschaut, weil ich einfach gar nicht mehr wusste, was gibt es da alles. Und ich habe auch so teilweise einfach mal Links dort reingepackt, die ich mir dachte, oh, die sind interessant, die kann man sich mal geben oder mal anschauen in einem Video. Ja, dreimal dürft ihr raten, welche Webseite das hier ist. Ja, macht mal kurz Pause, schreibt es mal in die Kommentare. Was glaubt ihr? Ist es wahrscheinlich, steht es eben Videotitel. Also von dem her, kacke auf das Ratespiel, das bringt eh nichts. Ja, es ist die Hunger Games Webseite. Ich bin gerade ganz aufgedreht, weil es gerade ein totaler Zufall war. Ich habe einfach alles Mögliche aufgemacht, bin auch auf die Purge-Seite nochmal gegangen. Da gibt es keine Infos, by the way, gibt es nichts Neues. Und auch ein paar andere Webseiten, die auch gar nicht mehr zugänglich waren, weil die nicht mehr verfügbar sind. Auf jeden Fall bin ich hier drauf gekommen und ich frage mich, wie lange gibt es diese. Also wie lange steht das schon so? Ready for the next round. Ja, bereit für die nächste Runde. Wir sehen uns bald, Dezember 23. Junge, das ist absolut insane. Ich schwör's euch. Ja, hier gibt's sonst gar nichts. Ich schwör's euch, das ist ein absoluter Zufall gerade gewesen. Also im Leben hätte ich nicht damit gerechnet. Wirklich nicht. Das finde ich gerade richtig krass. Also wir haben, mehr gibt's nicht. Das ist die Hunger Games Webseite. Anscheinend soll im Dezember 23. Keine Ahnung, die nächste Runde starten. Haben wir alles verpasst? Die gesamte Vorbereitung und alles? Weil ich meine, Tickets kann man hier nicht holen. Hier gibt es gar nichts. Und für die Leute, die jetzt vielleicht neu sind und sich denken, hey, warum bist du so aufgedreht? Was ist denn jetzt los? Wir haben vor sehr langer Zeit eine Website im Darknet gefunden, welche sich Darknet Hunger Games oder irgendwie sowas genannt hat. Und da wurden anscheinend echte Hunger Games gestartet, beziehungsweise. Ihr kennt ja den Film Hunger Games, nehme ich mal an, oder? Im Endeffekt ist es so, dass es, glaube ich, 100 Teilnehmer oder so gibt, die sind an einem bestimmten Ort und alle müssen gegeneinander kämpfen und am Schluss kann halt nur eine Person überleben und die ist dann quasi der Gewinner. Du kämpfst um dein Leben. Und das hat anscheinend schon in echt stattgefunden. Wir haben damals die Website, das ist ja dieselbe Webseite, wir haben ja damals schon Sachen dazu gesehen, auch die Bilder und so weiter, von den Geschehnissen und was dann passiert ist, wie das dann alles aussah. War sehr, sehr verstörend. Nichtsdestotrotz soll das Ganze anscheinend wieder stattfinden. Also eine zweite Runde laut dieser Webseite. Wenn ihr die Videos dazu nicht gesehen habt, ich verlinke euch hier oben einfach mal eins davon. Oder ihr gebt einfach in der Suchleiste Dennis König Hunger Games oder so, dann müsstet ihr das bestimmt auch finden.
Ja, finde ich jetzt persönlich sehr krass, weil anscheinend haben die ja stattgefunden. Und letztes Mal war das, glaube ich, dass du Tickets kaufen konntest. Das war übel teuer. Du konntest Tickets kaufen, um dann quasi dem Livestream beizutreten. Wo die Hunger Games stattgefunden haben, weiß ich gerade nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob man das überhaupt erfahren hat. Aber es hat anscheinend wirklich stattgefunden. Ich habe damals auch mega viele Medienberichte gesucht, aber ich habe nie irgendwas dazu gefunden. Deswegen frage ich mich bis heute, war das Ganze so undercover? I don't know, keine Ahnung. Ich weiß bis heute nicht, was ich dazu sagen soll, aber die Bilder sahen sehr echt aus, die danach gepostet wurden von den leblosen Menschen und von dem Gewinner auch. Ey, anscheinend soll das wieder passieren. Anscheinend wollen die im Darknet wieder Hunger Games planen. Wo es stattfindet, was es wird, ob es überhaupt so ist, wie wir uns das vorstellen. Ey, keine Ahnung. Dezember 23, soll es jetzt heißen Dezember 2023 oder am 23. Dezember? I don't know. Ich werde auf jeden Fall im Dezember hier definitiv mal reinschauen, das ist klar. Weil wir haben jetzt Oktober. Ey, wir können gerne in 2-3 Monaten nochmal reinschauen. Oder vielleicht eher in 2 Monaten im Dezember, um zu schauen, ob hier irgendwas passiert ist. Es gab auf jeden Fall keine Tickets wie beim letzten Mal. Aber vielleicht sind wir auch zu spät. Wie gesagt, vielleicht sind wir zu spät. Und hier ist schon alles abgeschlossen. Jetzt geht es nur noch darum, dass es halt startet. Unglaublich. Die Darknet Hunger Games sollen wieder stattfinden. Die echten Real-Life Hunger Games. Ich bin schockiert. Ja, aber mehr kann ich euch hier leider auch nicht dazu sagen. Das ist das, was ich sehe, seht ihr auch. Also, ich weiß nicht mehr als ihr. Ich bin super gespannt. Schreibt bitte unbedingt eure Theorien und Ideen unten in die Kommentare. Habt ihr vielleicht sogar irgendwas mitbekommen? I don't know, keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst. Aber anscheinend sollen echte Hunger Games wieder stattfinden. Die zweite Runde. Wow, Leute, was eine spannende Episode heute, muss ich ehrlich sagen. Also, wir haben Seiten gefunden, von denen hätte ich im Leben nicht damit gerechnet, dass es sowas gibt. Allein diese Reinkarnations-Webseite, ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe es ja Jeffrey Dahmer Fanclub genannt. Finde ich ganz arg krank, wenn das wirklich echt ist. Meine Güte. Aber ey, wir waren schon, das ist schon, keine Ahnung, die wievielte Episode 100... 112 oder so von Wir gehen gemeinsam ins Darknet. Ich habe leider keinen Überblick mehr. Ich sehe das dann immer nur später, wenn ich auf YouTube bin und dann den Titel schreibe. Weil dann zähle ich immer nach. Wow. Keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Insane. Ich bin super gespannt, was da in nächster Zeit noch so kommen wird. Auch bezüglich auf die Darknet Hunger Games. Also falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich es an dieser Stelle tun. Drückt sehr gerne auf Abonnieren. Für euch ist es ja nur ein Klick und mir hilft es halt eben enorm. Plus, ihr verpasst halt nichts mehr, ne? Weil es kann ja sein, dass ihr dann nicht mehr dran denkt, aber eigentlich wissen wollt, wie es weitergeht oder was wir finden. Ey, vielleicht finden wir gar nichts. Also vielleicht schauen wir uns in keine Ahnung, 8 Wochen die Webseite an und es ist halt einfach nichts passiert, keine Ahnung. Weil wir wissen ja nicht mal, ob das Echte damals stattgefunden hat oder ob es einfach nur ein Cash-Grab und Scam war. Wir wissen es nicht, weil niemand von uns live dabei war. Wir haben nur das Aftermath gesehen, die Fotos und Videos und was auch immer. Ey, aber ob das wirklich echt ist oder einfach nur inszeniert oder keine Ahnung, kann man nicht bestätigen. In dem Sinne, das soll es auf jeden Fall mit dem heutigen Video gewesen sein, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt sehr gerne in die Kommentare. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und in dem Sinne bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen, vielen Dank für euren ganzen Support. Ich liebe euch über alles, wirklich. Ey, ich bin so dankbar für euch, dass ich euch als Community habe. Ihr seid einfach die Besten. Ist unglaublich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein schönes Gefühl das ist, wenn man einfach hier sitzt, diese Videos dreht und oder auch eure Kommentare liest, eure Nachrichten und alles. Und bitte entschuldigt, dass ich es nicht schaffe, jedem Kommentar zu antworten und euch jede Nachricht auf Instagram. Aber wie gesagt, wenn es wichtige Anlässe gibt, dann schreibt immer auf Instagram ganz oben in Großschrift wichtig. Ja, dann weiß ich, okay, es ist vielleicht irgendwie was Wichtiges. Aber schreibt es auch nur rein, wenn es wirklich so ist. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich laber viel zu viel. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch über alles. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich wie immer bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und zwar wären das Alexandra Gerstmann, Alina Eisentraut, Andreas Schuster, Bibi Spooky Gamer Girl, Black Lolita, Black Shiva, Christopher Schmale, Cyber Psycho XX, Denner, Disteleo, Firehead 1999, FJ Mountain, Franco Naomi, Jacqueline Seidel, Leni Fischer, Maria Pantu, Patrick und Jenny 2017, Pyrojan 95, Rexy TV, Sky Ezi Benzi, Stephanie, Steven Lead, Totti Botti, Verena Alberer, X Chavi, Yvonne, Alyssa Anastasia, Annika K., Anna Rose, Beatrice Rebecca, Black Ketu, Brody's Rainbow, Bubble Daya, Chioko Vanni, Claudia Stetter, Da Passi, Droppy, Engar, Flauschviech, Eisblü, Isabel Wernicke, Jen Jen, Jenny Steffel, Jessica, Jules F. Mew, Juna da Luna, Kai, Kim, Kim S., Kinga 1613, King Amisa, Lauren,
Lea, Libertas Intermundos, Linta, Madia Ahmed, Magdalena Kandler, Mandy172, Manfred Büttner, Mark16, Maximilian Hanke, Diaboli666, Mira Jane, Mr. Passo, Neola, Nicole Seger, Noah Jones Leitenbauer, Oliver Dölchner, René Kote, Sarah, Steffi, Steven Kuch, Strubbelhaar, Sven Schulz, Silvana, S. Zypkibil, Tina Karaman, Vanessa, Roni Brandner, Xenia, Zephira auf VTuber, Thomas, Lisa und Anna Sphere. An der Stelle wieder vielen, vielen Dank für euren Support.